Leute, ich bin's Conny und heute geht's weiter mit dem dritten Part meiner Coding-Lern-Serie. In diesem Part geht es um Funktionen. Hier sehen wir jetzt nochmal unsere Bedingungen.lua-Datei, die wir beim letzten Mal bearbeitet haben. Und ich habe euch im letzten Part Hausaufgaben aufgegeben. Ich zeige euch jetzt einfach mal für diejenigen, die es versucht haben, wie ich das machen würde. Die Hausaufgabe war es ja, kleinen Shop zu machen. Sprich, ein Skript, in dem man einem Spieler Geld gibt. Wir schauen uns einfach mal an, wie ich das hier gemacht habe. Wir haben als allererstes den Spieler, der heißt Conny. Der hat Cash Money im Wert von 100 Schmeggels. Gibt es Objekt der Begierde, die neuen Jordan Air 3000, in Klammern Fake. Gekauft sind sie noch nicht und sie kosten 12,50. Und ganz einfach, als allererstes prüfen wir, kann sich der Spieler überhaupt das Geld leisten? Dafür habe ich geprüft. If Preis größer Cash Money, then Print. Conny kann sich die neuen Jordan Air 3000 Fake nicht leisten, bruh. Und dann einfach Return, das heißt, das Script wird hier abgebrochen. Wenn er sie sich doch leisten kann und der Preis nicht größer ist als das Geld, das er hat, dann wird der Code hier ausgeführt. Cash Money ist gleich Cash Money minus Preis und gekauft ist gleich True. Genauso wie wir es in dem ersten Teil auch schon einmal gezeigt haben. Und dann einfach Print. Conny hat sich die neuen Jordan Air 3000 Fake gekauft. Ihnen stehen noch so und so viel Cash Money zur Verfügung. Das kann ich jetzt auch einmal ausführen. Ich drücke Shift, Steuerung B bei mir. Und hier steht, Conny hat sich die neuen Jordan Air 3000 Fake gekauft. Ihm stehen nur noch 87,5 Cash Money zur Verfügung. Genauso kann ich Conny natürlich auch nur ein Cash Money geben. Führe es aus. Conny kann sich die neuen Jordan Air 3000 Fake nicht leisten, bruh. Und was wichtig ist beim Coden, was man immer berücksichtigen muss, für Sonderfälle. Was ist, wenn Conny genauso viel Geld hat, wie die neuen Jordan Air kosten? Und dann funktioniert es natürlich auch. Er hat sich den neuen Jordan Air gekauft. Ihm stehen noch null Cash Money zur Verfügung. Auf meinem Discord-Server haben ein paar Leute ihre Hausaufgabe reingeschrieben und da wurde dieser Fall nicht immer berücksichtigt. Hätte ich hier größer gleich geschrieben, hätte das nicht funktioniert. An der Stelle muss ein größer hier hin. So, jetzt wo das aus dem Weg geschafft ist, fangen wir mit dem dritten Konzept an und das sind Funktionen. Funktionen können deinen Code vom Rest abkapseln, sodass er immer wieder neu genutzt werden kann. Und wie sieht das Ganze aus? Dafür öffne ich mal kurz wieder eine neue Datei, nenne sie jetzt Funktion.lua. Heute sind wir mal lustig und nennen sie Funktion.luau, einfach nur um zu zeigen, dass es keinen Unterschied macht. Das Ding schließe ich wieder, damit ihr mehr sehen könnt. So, wie deklariert man eine Funktion? Eine Funktion deklariert man im Grunde erstmal durch das Wort Function. Und hier wird es mir schon vorgeschlagen, ich drücke jetzt einfach mal Enter und dann wird es hier geschrieben Function, Klammern, End. Aber da wird mir ein Fehler angekreuzt, weil hier steht es auch schon Name Expected. Eine Funktion kriegt immer einen Namen. Genauso wie auch eine Variable einen Namen bekommt. Wir nehmen hier nur zum Vergleich. Local Variable Name ist gleich Variablen Wert. Hat man auch Function, Funktionsname. Dann kommt Klammer auf, Klammer zu. Und am Ende kommt hier End hin. Und was auch immer in diesem Scope drin steht, ist dann der Wert. Und hier habt ihr jetzt schon gesehen, das ist eine weitere Möglichkeit, ein Scope zu definieren. Und zwar für eine Funktion. Hier steht dann kein Do und kein Then, sondern einfach nur Function, der Name, Klammer auf, Klammer zu, zum Öffnen des Scopes und dann End zum Schließen des Scopes. Und alles, was in diesem Scope drin steht, wird erst dann ausgeführt, wenn wir die hier deklarierte Funktion irgendwo anders aufrufen. Das können wir machen, entweder durch ein Command oder wir können es durch ein Event triggern lassen. Aber Events besprechen wir nochmal ganz anders. Ich kann jetzt zum Beispiel in meine Bedingung.lua gehen, hier runterscrollen und dann einfach mal diesen ganzen Code hier nehmen. Dann Steuerung C drücken, gehe in Funktion.lua und paste es hier alles rein. Dann nehme ich natürlich noch die Variablen von hier oben und paste sie hier überall rein. Und jetzt haben wir dieses ganze Kaufen-Ding in eine Funktion gepackt. Wofür ist das gut? Wir können die Funktion jetzt immer wieder neu ausführen. Wie führen wir eine Funktion aus? Wir führen die Funktion aus, indem wir sie einfach benennen. Ich kann jetzt hier dieses Funktionsname zunehmen und hier unten hinschreiben. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann steht hier unten, Conny hat sich den neuen Jordan Air 3000 Fake gekauft. Dem stehen noch 0 Cash Money zur Verfügung. Es wurde genauso ausgeführt, wie es vorhin auch ausgeführt wurde. Nur, dass wir diesmal alles in eine Funktion gepackt haben. Ich kann es euch mal zeigen, wenn ich das hier wegnehme, wird der Scope gar nicht ausgeführt. Der Scope wird erst dann ausgeführt, wenn ich die Funktion calle. Und ich kann die Funktion nochmal callen und nochmal callen. Und wenn ich das dann ausführe, steht hier, Conny hat sich die neuen Jordan Air 3000 Fake gekauft. Dem steht noch 0 Cash Money zur Verfügung. Und jetzt steht hier zweimal, Conny kann sich die neuen Jordan Air 3000 Fake nicht leisten. Bruh, bruh. Weil Funktion wurde ausgeführt. Dann wurde das Geld von Conny auf 0 gesetzt und dann wurde die Funktion wieder ausgeführt und Conny hat ja 0 Cash Money, also kann er sich sie nicht mehr kaufen. Wir haben diesen Code jetzt dreimal ausgeführt. Das ist jetzt eine Möglichkeit, das hier, was wir hier geschrieben haben, dreimal auszuführen. Wir könnten genauso das einmal, zweimal, dreimal printen und dann wäre hier alles voll mit Code. Oder wir schreiben es halt einmal in eine Funktion und führen es hier unten einfach aus und das dreimal. Aber Funktionen wären keine Funktionen, wenn sie nicht geil wären. Man kann in Funktionen nämlich Parameter einfügen. Dafür kann ich hier oben jetzt diese ganzen Variablen, die wir hier geschrieben haben, die können wir sein lassen. Ich kann hier jetzt einfach Spieler hinschreiben. Dann schreibe ich Spieler,
Komma. Wir brauchen natürlich die Variable Cash Money. Die Variable gekauft brauchen wir nicht, aber die Variable Objekt der Begierde und die Variable Preis. Jetzt haben wir hier diese Attribute hinzugefügt, alle durch ein Komma getrennt. Und ich packe das hier oben jetzt alles weg. So, jetzt steht hier gekauft ist gleich true und das nehme ich einfach mal weg. Darauf kommen wir gleich zurück. Jetzt haben wir hier unsere Funktion festgelegt. Funktionsname, Spieler, Cash Money, Objekt der Begierde, Preis. Und wir können die Funktion jetzt mehrfach ausführen. Wir haben einmal natürlich den Spieler Conny. Er hat 100 Cash Money, Objekt der Begierde ist ein neues iPhone und das iPhone kostet 1200 Euro. Jetzt können wir die Funktion einfach genauso nochmal ausführen. Ich paste es einfach mal hier hin. Aber diesmal haben wir nicht Conny, sondern Louis. Louis ist natürlich steinreich und er möchte sich das iPhone X Pro Max Ultra kaufen für 12.000, weil er sich einfach leisten kann. Und wir können die Funktion nochmal ausführen mit Fuchs. Fuchs ist arm und hat gar kein Geld. Und er möchte sich eine neue Ehefrau kaufen und die kostet 3,50. So, jetzt haben wir diese Funktion hier oben einmal festgelegt und verwenden die Funktion hier unten dreimal mit verschiedenen Parametern. Jetzt führe ich das Ganze mal aus und hier steht jetzt, Conny kann sich das iPhone nicht leisten, bro. Dann, Louis hat sich das iPhone X Pro Max Ultra gekauft. Ihm stehen noch 88.000 Cash Money zur Verfügung. Und Fuchs kann sich eine neue Ehefrau nicht leisten. Bruh. Ich hoffe, ihr konntet mir bis dahin folgen. Wenn nicht, dann skippt nochmal zurück. Versucht das mal zu verstehen. Wir wissen, was Scopes sind. Do End. Und jetzt stellt euch vor, alles, was in diesem Scope steht, wird nur dann ausgeführt, wenn ihr es sagt. Aber wir können zu diesem Scope halt noch verschiedene Attribute hinzufügen, wie zum Beispiel Spieler, Cash Money, Objekt der Begierde, Preis. Und wenn wir dann diese Funktion hier festgelegt haben, können wir sie überall ausführen. Jetzt muss ich euch noch etwas erzählen. Funktionen sind in Luau genauso Data Types wie Strings, wie Numbers, wie Tables, wie Booleans. Und dementsprechend ist es auch eher angebracht, nicht zu schreiben Function, Funktionsname, Attribute, sondern zu schreiben Local Function, Funktionsname, Attribute, Scope und End. Weil wenn ihr das so schreibt, ist es wieder performanter. Und damit seht ihr jetzt, wir können dieselbe Funktion, also eine Funktion mit demselben Funktionsnamen jetzt auch mehrfach wieder im selben Script verwenden, in verschiedenen Scopes, ohne dass sie sich überschreiben. Weil es sind halt genauso wie andere Variablen auch Data Types, die wir local oder auch global festlegen können. Damit dieser Script hier ein bisschen anschaulicher ist, indente ich das hier einmal nach rechts. Und ich werde einmal die Funktionen hier alle umbenennen. Dafür klicke ich die hier einmal alle doppelt an, halte dabei Alt gedrückt und nenne es jetzt Kaufen. So, die Funktion heißt jetzt kaufen. Damit macht sie schon mal ein bisschen mehr Sinn. Und ich habe mal wieder bemerkt, dass mein Roblox-Charakter im Weg ist. Deswegen mache ich den Roblox-Charakter jetzt weg. So, ihr könnt ein bisschen mehr sehen. Es tut mir leid dafür, dass es abgeschnitten war. Aber ihr habt nicht großartig was verpasst. Es ging ja darum zu wissen, Local, Function, Funktionsname und dann Attribute, Komma getrennt hier einfach reinklatschen. Dann kommt in der Scope die Funktion rein und wir sagen kaufen. Die nächste Sache, die ich euch noch über Funktionen sagen möchte: Funktionen können Werte zurückgeben. Und sie geben Werte zurück, indem man Return schreibt. Das ist jetzt lustig. Ich habe euch gesagt, wenn man in einem Script irgendwo Return schreibt, dann wird der Code beendet. Eine Funktion ist dann ein bisschen anders. Wenn ich hier Return schreibe, dann wird dieses Scope hier jetzt beendet. Diese Funktion wird abgebrochen. Und was auch immer ich hinter Return festlege, wird zurückgegeben. Und ich sage jetzt entweder True oder ich schreibe hier oben steht ja schon Return drin, False. Leute, die vorhin aufgepasst haben, denen wird das bestimmt auch aufgefallen sein, weil hier stand schon die ganze Zeit Return drin, aber das Script wurde gar nicht abgebrochen, nachdem Conny sich das nicht leisten konnte. Es wurde einfach weitergemacht, und zwar mit der zweiten Kaufen-Funktion, weil Return beendet den aktuellen Scope, in dem man sich befindet. Wenn hier zum Beispiel der Scope einfach in einem If-Statement drin steht, dann macht es keinen Sinn, einfach das If-Statement zu beenden, dann bezieht sich das Return auf den gesamten Script. Wenn wir das Return aber in einer Funktion drinstehen haben, dann bezieht sich das Return immer auf diese Funktion. Dasselbe gilt auch für Loops und zu Loops kommen wir noch in der nächsten Folge. Und was bringt es uns jetzt, Werte zurückzubringen? Wir wissen ja, Funktionen sind Variablen und hier steht jetzt Local, Function und wenn ich das highlighte, steht hier Function, Kaufen, dann stehen hier die Funktionsparameter drin und am Ende steht hier Boolean. Das bedeutet, die Funktion gibt immer einen Boolean zurück, weil ich hier geschrieben habe Return False und hier geschrieben habe Return True. Wenn ich jetzt sagen würde hier Return 10, dann würde hier nämlich stehen Boolean oder Number. Wir wissen jetzt, wir können mit Return einen Wert zurückgeben, aber wie können wir mit diesem Wert jetzt arbeiten? Wir können mit diesem Wert arbeiten, indem wir ihn für Variablen verwenden. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, Local gekauft ist gleich und dann sagen wir hier das neue iPhone und jetzt kann ich zum Beispiel schreiben Print gekauft. Wir führen das Ganze aus und dann steht hier, Conny kann sich das neue iPhone nicht leisten, bruh, gekauft ist false. Dann können wir genau denselben Schmarrn hier nochmal machen. Wir können die Variable gekauft natürlich auch überschreiben und zwar mit Louis kauft. Gekauft ist gleich Louis und dann führen wir das Ganze nochmal aus und hier sagen wir
Conny kann sich nicht leisten. Louis hat sich gekauft und deswegen steht sie auf True. Und mit diesen Prinzipien, die ihr jetzt schon gelernt habt, könnt ihr eigentlich alles machen. Das reicht eigentlich schon. Ihr müsst es nur komplex genug alles verschachteln. Und damit komme ich jetzt erstmal wieder zurück auf einen Variablen-Typ, den ich am Anfang nur ein wenig angesprochen, aber nie richtig gezeigt habe. Und zwar den Table. Diesen nennen wir jetzt erstmal Shop. Und jetzt erstellen wir uns erstmal ein Table. Das wird interessant. So, ich habe euch im ersten Part schon gesagt, ein Table stellt man da, indem man hier so geschwungene Klammern macht. Und in diese geschwungenen Klammern kann man dann alle möglichen Variablen reinschreiben und die Komma trennen. Das heißt, habe ich euch ja gezeigt, 1, 2, 100, 500 habe ich euch, glaube ich, gezeigt im ersten Part. Genauso könnt ihr natürlich hier auch Strings reinpacken, Numbers reinpacken, Boolean reinpacken und ihr könnt hier auch Tables reinpacken. Und weil Funktionen auch Data Types sind, könnt ihr hier auch Funktionen reinpacken. Und ihr seht, er hat das jetzt automatisch gemacht. Function, End. Und hier meckert er nicht rum, weil ich muss die Funktion nicht benennen. Alles, was sich in einem Table befindet, muss nicht benannt werden. Aber es gibt auch Dictionaries. Das hier ist jetzt praktisch eine Liste von allen möglichen Datentypen, die man so reinpacken kann. Man kann aber trotzdem jeden Wert hier drin benennen. Momentan ist es so, String ist Shop 1, weil es ist an der ersten Position. 100 ist an der zweiten Position, also ist das Shop 2. True ist gleich Shop 3. Dieser leere Table ist gleich Shop 4 und diese Funktion ist gleich Shop 5. So weiß man, was gemeint ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage Print, Shop, dann eckige Klammern, 1, dann würde er String printen. Ich nehme mal hier unten alles weg, das nervt mich jetzt. So, Print Shop 2, wir füllen das einfach mal aus und hier steht jetzt String und 100. In anderen Programmiersprachen fängt man übrigens nicht bei 1, sondern bei 0 an zu zählen. Das ist eine Besonderheit von Lua, dass man bei 1 anfängt. Aber ich denke, das ist auch sehr viel anfängerfreundlicher, dass die erste Position in der Liste auch die 1 ist. So könnt ihr euch das dann besser vorstellen. Wir können jetzt zum Beispiel eine Funktion schreiben, die dann alles, was hier drin ist, printet. Weil wir wissen ja, aus dem ersten Part noch, wir können ein Table nicht printen. Wenn ich den Table printe, steht hier natürlich nur unten Table und dann die Hexadezimalzahl, die anzeigt, wo der Table gespeichert ist. Also schreiben wir jetzt eine Funktion, Local Function, Table printen. Und wir machen das nur mit den Sachen, die wir schon kennen. Das heißt, wir nehmen hier erstmal als Attribut den Table rein und wir nehmen hier als Attribut die Position rein, die geprintet werden soll. Und jetzt sagen wir zum Beispiel Print Table, eckige Klammern auf, Position. Wenn wir das jetzt ausführen, zum Beispiel sagen Table printen in Klammern Shop, 1, dann wird da natürlich die erste Stelle vom Shop printen und das ist String. Das probieren wir aus und er hat es getan, er hat String geschrieben. Perfekt. Jetzt wollen wir natürlich, dass der ganze Table geprintet wird. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal gucken, ist da noch was drin? Das bedeutet, wir schreiben jetzt zum Beispiel Position ist gleich Position plus 1. Und dann callen wir dieselbe Funktion nochmal. Table printen, Table Position. Aber bevor wir das ausführen, Achtung, wir haben jetzt einen unendlichen Loop geschaffen. Diese Funktion hier wird niemals aufhören. Wir müssen vorher gucken, ob da überhaupt diese Position im Table existiert. Dafür zeige ich euch jetzt noch einen wichtigen Operator der Arbeit mit Tables. Wir schreiben hier vor erstmal ein If-Statement. Wir sagen jetzt, if Position ist größer als Hashtag Table, then return end. Hashtag Table gibt immer die Länge des Tables an. Also wie viele Items sind in dieser Tabelle drin. Das bedeutet, wenn Position größer ist als der Table, dann können wir sowieso nichts printen, also brechen wir das Ganze ab. So, jetzt können wir das Ganze mal ausführen mit Shop 1. Drücken hier auf Print und jetzt steht hier String 100 True, noch ein Table und eine Funktion. Und ihr seht, die Funktion wird auch genauso angegeben. Wir haben jetzt eine Funktion geprintet und nicht das, was die Funktion zurückgibt. Wir können jetzt aber leider nicht schreiben, zum Beispiel return Apfelkuchen und dann davon ausgehen, dass er Apfelkuchen printet, weil wir haben wirklich nur die Funktion geprintet. Wenn ich jetzt schreibe return Apfelkuchen und das ausführe, steht hier immer noch Funktion und dann der Pointer, wo die Funktion gespeichert ist. Das funktioniert leider immer noch nicht. Und wir haben hier immer noch ein Table, dessen Inhalt immer noch nicht geprintet wird. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wenn das, was wir haben, ein Table ist, dann wollen wir die Funktion nochmal ausführen. Deswegen prüfen wir jetzt erstmal, ob Tabelle.Position ein Table ist, bevor wir es printen. Dafür schreibe ich jetzt hier erstmal if type of in Klammern und jetzt kommt table in eckigen Klammern Position ist gleich und hier wird mir schon vorgegeben alle möglichen Data Types, die Roblox kennt. Das sind alles Roblox Data Types, die es gibt und wir wollen natürlich table haben. Then print Tabelle else. Wenn es kein Table ist, dann wird einfach der Wert hier geprintet und dann sagen wir end. So. Type of ist die nächste Funktion. Die erste Funktion, die wir gelernt haben, war print. Und die zweite Funktion, die wir jetzt lernen, ist type of. Und type of gibt einen den Datentyp von Roblox zurück. Es gibt auch die Funktion type. Die würde an der Stelle auch funktionieren, weil type returnt halt den Lua-Typ. Type of ist aber im Regelfall besser,
Weil Type-Off gibt euch dann auch noch mehr Datentypen den richtigen Datentyp zurück, wenn ihr in Roblox ein Spiel entwickelt. Also, wenn wir das jetzt hier ausführen, schreibt da rein String, 100, True, Tabelle und Function. Wir können jetzt natürlich dasselbe nochmal machen mit einem Else. If, dann einfach diesen Spaß hier nochmal reinpasten, einen weiteren Else machen und dann schreiben wir hier erstmal Print, in Anführungsstrichen, Funktion. Jetzt schauen wir natürlich nach, ist es eine Tabelle, dann schreibe Tabelle. Wenn es eine Funktion ist, dann schreibe Funktion. Wenn es weder eine Tabelle noch... hier müssen wir natürlich Function schreiben. So, und wenn es weder eine Tabelle noch eine Function ist, dann schreibe einfach den Inhalt. Wenn wir es jetzt schreiben, steht hier Tabelle, Funktion. Und da wir jetzt wissen, dass es funktioniert hat, können wir natürlich hier was anderes machen. Und zwar hier können wir zum Beispiel sagen, Table printen, Tabelle in eckigen Klammern, Position, Komma, 1. Dass wir es einfach nochmal von Anfang an callen. Wenn wir jetzt Steuerung Shift B drücken, steht hier String, 100, True und hier steht eine Funktion. Augenblick, unser Table ist weg. Warum? In dem Table steht ja gar nichts drin und dementsprechend wird ja einfach abgebrochen, bevor wir was printen. Wir können aber stattdessen schreiben Print Tabelle vorbei, dass wir immerhin wissen, dass hier eine Tabelle vorbei ist. Schreiben jetzt Steuerung Shift B und jetzt steht hier String 100 True Tabelle vorbei. Hier steht eine Funktion und Tabelle vorbei. Auch nicht so optimal. Wir könnten natürlich auch sagen, if Position ist gleich nil, then position ist gleich 1 und können hier unten die 1 weglassen. Ganze ausführen, es funktioniert genauso, einfach um die Tabelle ein bisschen besser zu machen. Und damit nicht überall Tabelle vorbei steht, sondern auch Tabelle leer stehen kann, können wir jetzt schreiben, if position ist gleich 1, then print leere Tabelle. Und dann schreiben wir hinter leere Tabelle natürlich auch ein Return. Führen das Ganze aus und hier steht jetzt, so wie es hier oben steht, String 100, True. Dann kommt eine leere Tabelle, dann kommt eine Funktion und dann ist die Tabelle vorbei. Genauso wie wir die Tabelle hier geschrieben haben. Jetzt können wir in diese leere Tabelle natürlich auch was reinschreiben. Jetzt können wir hier zum Beispiel reinschreiben, Apfelkuchen. Dann kommen wir zum nächsten Problem, Shift-Steuerung B. Und jetzt steht hier String 100, True, Apfelkuchen, Tabelle vorbei. Hier steht eine Funktion, Tabelle vorbei. Ist ja auch komisch. Das gefällt uns nicht, ne? Also müssen wir jetzt irgendwie herausfinden, wie wir zeigen, dass eine neue Tabelle anfängt. Und das machen wir am besten doch einfach hier, indem wir hier hinschreiben Print weitere Tabelle, Doppelpunkt. Dann füllen wir das Ganze aus und jetzt steht hier String 100 True. Weitere Tabelle, in der steht Apfelkuchen, Tabelle vorbei. Und hier steht eine Funktion und dann ist auch die Haupttabelle vorbei. Ist immer noch nicht so leserlich. Was wir machen könnten, irgendwie das Ganze indenten. Dafür können wir zu dieser Funktion einen weiteren Parameter hinzufügen. Zum Beispiel Level. Und jetzt können wir das Ganze, was wir hier haben, nochmal hinschreiben. If Level nil, dann ist Level jetzt, an der Stelle sagen wir einfach mal 0, weil wir befinden uns jetzt mal auf Level 0. Und jetzt können wir hier eine neue Variable festlegen. Die nenne ich jetzt zum Beispiel mal Indent, ist gleich ein leerer String. Und um den String dann zu beschreiben, legen wir einfach mal eine neue Funktion fest. Local Function. Und die Function nennen wir jetzt Indent machen meinetwegen. Dann nehmen wir dann den Parameter Level rein und wir nehmen Indent rein und schreiben hier jetzt If Level ist größer als 0, dann ist Indent gleich Indent Punkt Punkt und dann einfach ein Backslash und ein T für ein Tabulator. Damit schreibt man jetzt einen Tab. Das hier ist ein Tab, so ein Abstand ist ein Tab. Und dann wird die Funktion Indent machen einfach direkt nochmal gecallt. Und Level wird natürlich zu Level minus 1. Am Ende könnten wir jetzt Indent return, aber wir arbeiten ja direkt mit Indent. Deswegen schreibe ich hier, dass die Funktion direkt ausgeführt werden soll, indem ich hier hinschreibe Indent machen, Indent Level. So, jetzt haben wir eine Variable festgelegt, die heißt Indent. Und dann eine Funktion festgelegt, die wird immer wieder ausgeführt. Die sagt dann, wenn das Level größer ist als 0, dann hau an den leeren String Indent einen Tab ran und das halt für jedes Level einen Tab, sodass wir bei Level 1 zum Beispiel jetzt so einen String hätten und bei Level 2 hätten wir jetzt einfach so einen String und bei Level 3 hätten wir so einen String am Ende. Und mit diesem Indent können wir natürlich jetzt arbeiten. Wir gehen hier runter, sagen jetzt hier Tabelle printen, Tabelle Position 1, Level plus 1. Des Weiteren schreiben wir hier unten, wo wir printen, nicht print Tabelle Position, sondern print Indent Punkt Punkt, Tabelle Position. Jetzt gibt es aber ein Problem. Was ist, wenn das, was wir hier printen, nicht mit einem String zusammengepackt werden kann? Wir könnten jetzt die Funktion toString verwenden. Es gibt nämlich eine Funktion, die heißt toString. Die kann jeden Value reinnehmen, zum Beispiel Tabelle.Position, und wandelt ihn in einen String um. Damit haben wir jetzt die dritte Funktion gelernt, die heißt toString. Wir kennen typeOf und wir kennen print. Das sind drei in Lua eingebaute Funktionen. Wenn ich jetzt Shift-Steuerung B bei mir drücke, wird es ausgeführt, aber ich sehe gerade, bruh, es funktioniert nicht, also habe ich einen Fehler gemacht. Wir schauen einmal nach, wo der Fehler liegen könnte. Und da ist er auch schon, ich habe vergessen, den Indent auch festzulegen. Das können wir ganz einfach machen,
indem ich jetzt einfach schreibe indent ist gleich indent machen. Und am Ende dieser Funktion schreibe ich jetzt return indent. Das ist wichtig, weil das indent, das wir hier in der Funktion bearbeiten, ist nur eine Kopie von unserem indent, das wir reingepackt haben. Und wir müssen diese Kopie der Variable jetzt noch zurückholen. Und wir müssen die Kopie der Variable auch wieder auf die Variable rauflegen. Wenn ich das Ganze jetzt ausführe, steht in der Konsole string 100 true. Jetzt kommt eine weitere Tabelle. Da drin steht Apfelkuchen, dann ist die Tabelle vorbei. Und dann steht hier wieder, hier steht eine Funktion und Print-Tabelle vorbei. So, jetzt haben wir eine ziemlich lange Funktion hier geschrieben, die dafür da ist, um den Inhalt von einer Tabelle in den Output zu schreiben. Das Traurige ist, diese Funktion funktioniert nicht mit jeder Tabelle, weil man kann richtig komplizierte Dinge mit Tabellen machen und die Funktion deckt bei weitem noch nicht alle Fälle ab, die mit Tabellen möglich sind, weil wie gesagt, bei Lua sind Tables gleich Tables. In anderen Programmiersprachen unterscheidet man zwischen Listen, zwischen Arrays, zwischen Modules, zwischen Klassen, zwischen Structures und so weiter. Hier in Lua ist das alles das Gleiche und dementsprechend schwierig, damit umzugehen, wenn man es printen möchte. Man sollte, wenn man mit einer Tabelle arbeitet, den Aufbau seiner Tabelle kennen. Und ich kann euch sagen, ihr braucht jetzt keine Angst haben, falls ihr diese fette Funktion nicht verstanden habt, weil das hier ist absolut unnötig kompliziert. Es gibt etliche Möglichkeiten, das hier viel einfacher zu schreiben, aber wir kennen die Möglichkeiten dazu noch nicht. Ich wollte euch nur zeigen, dass die drei Prinzipien, die wir kennen, Variablen, Fallunterscheidungen und Funktionen reichen, um alles zu bewerkstelligen. Es ist halt nur irgendwann sehr kompliziert. Und deswegen gibt es noch ganz viele weitere Konzepte in der Programmierung, die einem es viel einfacher machen zu coden. Zum Beispiel diese gesamte Funktion hier hätte man durch einen Loop austauschen können. Dann hätten wir uns einige Zeilen Code sparen können. Genauso hätten wir das hier durch einen Loop austauschen können. Und noch sehr viel mehr. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, dass die Funktion nicht für jeden Table funktioniert, legen wir gleich erstmal einen neuen Table fest und schauen dann, was für weitere Probleme aufkommen könnten und versuchen die dann zu lösen. So, jetzt habe ich eine Tabelle mit einer Tabelle geschrieben. Und am Ende ist ja auch noch eine Funktion, die returnt diesmal nicht Apfelkuchen, sondern Holunder. Und nach der Funktion kommt dann noch einmal irgendwas. So, dann war noch eine zweite Tabelle geschrieben. Und ich schreibe hier unten natürlich jetzt noch einmal Table printen, in Klammern, Tabelle 2. Inzwischen printe ich auch einfach mal einen kleinen Abstand. Einfach nur, damit die Sachen ein bisschen voneinander getrennt sind. Ich printe das Ganze. Und jetzt haben wir hier die erste Tabelle und die zweite Tabelle, die auch dargestellt wird. Und ihr seht, ich mache mal das Terminal ein bisschen größer. Die zweite Tabelle ist jetzt ein bisschen komplizierter. Baum, Eimer, Toilette. Weitere Tabelle mit Apfelkuchen. Und wir haben den nächsten Bug entdeckt. Wir haben vergessen, das Level weiterzutragen. Oh, oh, oh. Das müssen wir noch einmal schnell fixen, weil hier steht Tabelle printen, Table, Position. Wichtig ist, dass wir hinschreiben Level. So, noch ein Bug gefunden. Deswegen muss man seinen Code immer mit verschiedenen Fällen austesten, damit man seine Bugs findet. Und jetzt funktioniert es auch viel besser. Jetzt steht hier nämlich weitere Tabelle mit Apfelkuchen, Spaß, Freude. Dann kommt eine weitere Tabelle mit was? 232923 wird Tabelle vorbei. Und dann true, nil, ja, man, Tabelle vorbei. Und wir sehen, der zweite Indent hat gar nicht geklappt. Warum? Weil wir auch hier in der Funktion wieder vergessen haben, zu schreiben, indent ist gleich indent machen, indent.level. Zweiter Bug gefixt. Und auf einmal sieht der Print so aus. Baum, Eimer, Toilette. Jetzt die erste Tabelle. Da drin ist noch eine Tabelle. Und dann geht's wieder zurück in die erste Tabelle. Und dann geht's hier wieder rein, hinten eine Funktion, irgendwas und dann Tabelle vorbei. So, das erste Mal haben wir jetzt einen etwas komplexeren Code geschrieben. Ich gehe hier jetzt auch mal ein bisschen zurück, damit wir alles ins Bild reinkriegen können. Und ihr seht, je komplexer der Code ist, desto mehr Fehler kann man machen. Und desto wichtiger ist es, den Code mit verschiedenen Fällen, Szenarien zu testen, um Bugs zu finden und auch vorzeitig zu fixen. Im nächsten Part gehe ich noch ein bisschen weiter auf Tabellen ein, weil man mit Tabellen noch so viel mehr machen kann als nur das hier. Aber als Hausaufgabe trage ich euch auch auf, versucht mal selbst etwas mit Tabellen zu machen. Ihr müsst jetzt nicht diese Table-Printen-Funktionen schreiben oder verbessern, aber ich habe diese Tabelle hier Shop genannt und das nicht ohne Grund. Ich möchte, dass ihr in diesen Shop jetzt alle möglichen Sachen reinschreibt, die man für einen Shop braucht. Zum Beispiel Local Shop 1, weil wir Shop jetzt schon hatten, ist gleich ein Table. Und jetzt packen wir in diesen Table fürs erste Item nochmal ein Table rein und dann haben wir als erstes den Namen vom Item. Als zweites den Preis. Und dann packt ihr bitte in den Shop mehrere Items rein mit verschiedenen Namen und verschiedenen Preisen. Natürlich muss der Preis dann natürlich eine Zahl sein.
Und ihr schreibt dann bitte eine Funktion, mit der dann aus dem Shop Dinge gekauft werden können. So wie wir es am Anfang getan haben. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr das alles bewerkstelligt, weil ihr wisst bei weitem noch nicht alles über Tables. Mit dem, was ihr wisst, ist es ein bisschen komplizierter, als es sein müsste. Aber das ist wichtig für den Lernprozess, dass ihr euch da mal durchzwängt und versucht euch da mal reinzudenken, wie funktioniert das jetzt genau? Wie nehme ich eigentlich den Index von etwas doppelt? Da zeige ich euch einmal kurz was, weil es in dem Video etwas zu kurz kam. Um zum Beispiel jetzt Name zu printen, könnt ihr nicht schreiben print shop 1 Klammer auf 1, weil Klammer auf 1 ist ja wieder dieser Table. Das heißt, wir schreiben hier shop 1 Klammer auf 1 und dann nochmal die eckigen Klammern auf 1. Das muss man zweimal machen. Wir gehen in den Table rein, nehmen die erste Stelle des Tables und von dieser ersten Stelle, das ist die erste Stelle, nehmen wir wieder die erste Stelle und das ist dann der Name. Damit ihr das schon mal wisst, nicht, dass da noch große Fragen aufkommen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie aber trotzdem gerne in die Kommentare oder auf meinem Discord-Server. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann das Ergebnis auch auf unseren Discord-Server in den Roblox-Studio-Fragen-Channel reinpastet. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken und euch natürlich auch helfen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Roblox Conny Conveda, was ihr heute gelernt habt, war sehr viel auf einmal. Ihr müsst wirklich privat zu Hause ein bisschen üben. Ein paar Sachen austesten, mit Print immer gucken, was genau passiert. Das Video vielleicht ein zweites Mal angucken, damit ihr es alles versteht. Und ich bitte euch wirklich, macht diese Hausaufgabe, da lernt ihr einiges dazu, wenn ihr versucht, eigenständig sowas zu erledigen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Bis dann und ciao!